In diesem Video zeige ich dir, wie du den YouTube-Editor benutzt, damit deine Videos noch besser werden und der Algorithmus für dich arbeitet. Um zu verstehen, wieso wir gleich den Editor benutzen, müssen wir erstmal einen genaueren Blick auf den YouTube-Algorithmus werfen. Als Unternehmen möchte YouTube Geld verdienen und das machen sie vor allem, indem sie Werbung schalten. Und wie können sie mehr Werbung schalten? Indem du mehr Videos schaust und länger auf der Plattform bleibst. Gute Videos überzeugen zum einen mit einem interessanten Thumbnail und passenden Titeln. Hier nutzen mehr und mehr YouTuber A-B-Tests, bei denen unterschiedliche Thumbnails gegeneinander antreten und das Bessere am Ende angezeigt wird. Wenn das Video gut angeklickt und bis zum Ende angeschaut wird, empfiehlt YouTube es weiter und du erhältst mehr Aufrufe. Jetzt fokussieren wir uns auf die Zuschauerbindung und wie man diese noch nach dem Upload erhöhen kann. Und dafür schauen wir uns die Analytics erstmal ganz genau an. Hier gibt es vier Sachen, die wir besonders im Blick behalten sollten. Wenn zu viele Leute am Anfang des Videos abspringen, ist das Intro vermutlich schlecht. Oder man muss gegebenenfalls Titel und Thumbnail anpassen, damit die Erwartungen mehr mit dem Intro übereinstimmen. An manchen Stellen geht es aber auch einfach bergab. Das könnte daran liegen, dass man einen schlechten Witz gebracht hat oder dieser Part einfach fürs Video nicht relevant ist. Versuch sowas in zukünftigen Videos zu vermeiden oder schneid es einfach im Nachgang raus. Hier geht's steil nach oben. Dieser Bereich war besonders wertvoll und wurde häufiger angeschaut. Was auch immer du hier gemacht hast, versuch es wirklich in anderen Videos zu wiederholen. Sobald das Outro einsetzt, wissen die Leute, dass das Video vorbei ist und schalten ab. Versuche also das Outro kürzer zu halten oder auch hier schneid's raus. Und jetzt kommt der YouTube-Editor ins Spiel, wo man die unwichtigen Passagen einfach streichen kann. Geh ins Studio, klick auf ein Video, klick auf Editor und dann auf Schneiden. Und schon kannst du den Anfang des Videos kürzen. Wenn du Teile der Mitte rausschneiden möchtest, dann klick auf Schnitt hinzufügen. Auch hier kannst du Anfang und Ende einfach anpassen, aber wichtig ist, beim Abspielen wird der rote Bereich immer übersprungen. Und nur noch darauf achten, dass die Übergänge flüssig sind und fertig ist dein optimiertes Video in 2 Minuten. Wenn du schlechte Parts rausschneidest oder kürzt, bleiben mehr Leute bis zum Ende dran und YouTube empfiehlt das Video noch mehr weiter. Und die nächsten Jahre kannst du jetzt von einer stärkeren Bibliothek profitieren.